Mein Name ist Lena Carolina Groschopf und ich habe den dreijährigen berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Contentproduktion und digitales Medienmanagement auf der FH Wien der WKW abgeschlossen. Ich bin seit 4 Jahren jetzt selbstständig tätig, und zwar im Bereich Contentproduktion und Contentmanagement, und nebenbei bin ich auch Contentmanagerin im Parlament Wien. Für mich persönlich war der größte Meilenstein in meiner Karriere, als ich mich dann getraut habe, in die Selbstständigkeit zu wechseln, meine eigenen Kunden für mich zu gewinnen, mit diesen Kunden dann wirklich auf Dauer und immer wieder zusammenzuarbeiten und letzten Endes diese Projekte erfolgreich abzuschließen und mit dem Content online zu gehen. Kurz bevor ich mich für das Studium beworben habe, hatte ich mit einer Freundin darüber gesprochen, dass ich in die Medienbranche wechseln möchte und dass mir auch ein praxisnahes Studium sehr wichtig ist. Und deshalb hat sie mir das Studium Contentproduktion und digitales Medienmanagement der FH Wien der WKW empfohlen, da sie es auch kurz davor selbst absolviert hat. Ich habe mich damals für berufsbegleitend entschieden, weil ich damals bereits Teilzeit in der Branche gearbeitet habe. Ein besonderer Fokus in dem Studiengang Contentproduktion und digitales Medienmanagement liegt auf der digitalen Medienweiterverarbeitung und Produktion von Inhalten für Radio, für TV, für Webseiten, und ein ganz großer Fokus liegt auch auf den Themen sozialen Medien. Jungen Leuten, die direkt vor der Entscheidung zum richtigen Studium stehen, würde ich empfehlen, dass sie sich besonders in der Medienbranche für ein praxisnahes Studium entscheiden, denn in dieser Branche ist es wichtig, nicht nur Theorie zu lernen, sondern auch die Praxis direkt anwenden zu können. Das betrifft jetzt nicht nur, wie man mit Tools arbeitet oder wie bestimmte Programme zum Beispiel funktionieren. Und genau diesen Praxisstudienfokus legt die FH Wien der WKW im Studiengang Contentproduktion und digitales Medienmanagement. Besonders gefallen an der FH Wien der WKW hat mir, dass man dort nicht einfach nur eine Nummer ist, sondern dass die Personen einen tatsächlich mit dem Namen kennen und man eine große Klassengemeinschaft aufbaut, was vor allem in der Medienbranche wichtig ist, da Networking ein wichtiger Fokus ist. Musik